dann sind wir wieder Pico und Kitsche. Ja, wir haben ein bisschen Probleme hier mit unserem Programm. So. Und Pippa hatte Probleme damit, dass sein Gamepad vibrierte. Das vibrierte aber, weil es mit der Jung der Macht vibrierte. Ne? Und zwar aufgrund dieses Orts der Macht. Ja, so machen sich unsere Utensilien hier, die da brauchen, die Aufnahmen zu machen, die machen sich irgendwie so selbstständig. Die scheinen hier so ein eigenes Leben zu haben. Ja, ja, kommt ein Update und plötzlich ist wieder alles anders. Na gut, das kennt wahrscheinlich jeder, der sowas mal gemacht hat. Ja. Man muss ja gar nicht erst spielen, das also. Aha. Da muss ja kein Display machen. Das geht mit normalen Spielen auch. So. So was habt, macht ihr denn hier so viele Hintergründe? Ist ja richtig was los hier. Oh, Rehe gibt's ja reichlich hier. Wundert mich fast ein bisschen. Aha. Im Krieg, da werden noch diese Tiere als erstes mal alle gejagt und geschlachtet, weil Leute alle Hunger haben. Krieg ist nicht gut für das Bestellen von Feldern. Nö. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam. Ah, ja. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Das ist anzunehmen. Durchaus möglich. Was haben wir denn hier Interessantes? Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Aha. Hier gibt's Schwammern. Silvanpilze. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Oho. Na ja. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Ich hab Angst. Ich glaube, da springe ich lieber nicht rein. Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Ja, das wissen wir schon. Ein Haus ist hier und okay, sind noch ein paar Sachen. Da gucken wir uns mal die Häuser an. Die Erscheinung scheint im Moment nicht da zu sein. Nee, ist nicht ihre Zeit wahrscheinlich. Ist noch nicht Mittag. Ist noch früh. Oh. So viel nettes Zeug, haben die das nicht mehr gebraucht oder was? Tja, was sind da die geflohen, weil diese Mittagserscheinung da war. Ach so, du meinst, die haben die Hütten Hals über Kopf verlassen? Ist natürlich kann doch sein, nicht oder? Ausgeschlossen. Endlich mal wieder ein altes Ziegenfell. Oh, alles fleißig einsammeln. Aha. Oh, hier ist nix. Da ist was. Reines Silber. Aha. Ach, guck mal, hier ist was Rotes. Eine schwarz-magische Puppe? Tagebuch, das wäre das interessant. Ein vergibtes Tagebuch. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Ja, sollen wir uns mal angucken. Dann gucken wir doch mal. Wo ist es? Ja, Questgegenstände. Kein schlimmer Typ. Der Herr war ja ganz schön schlimmer. Das ist ja ein schlimmer, ja wirklich.
Naja, das ist ja also der Typ hier auch wohl, der Sohn tot ist. Das ist wahrscheinlich der Florian, ist er, glaube ich, oder? Der Geliebte von dem Jäger, oder? Ja, kann schon sein. Wenn das wird wahrscheinlich der Vater sein, der Landesherr da. Zu einer anderen also Zeit, aber... Könnte schon sein, dass das der gleiche Herr war. Dass sein Sohn tot ist, deswegen meine ich, könnte es sein. Ja. Könnte durchaus passen. So, na du, Mittagserscheinung, noch nicht auf. Dann gehen wir weiter gucken, was es hier noch so gibt. So. Aber eine Mittagserscheinung kannst du ja mal gucken, auch als Eintrag. Da brauchst du doch bestimmt irgendwas. Ich hab doch so gut wie nix. Ich hab noch keine Öle, gar nix. Aha. Ich hab doch keine Rezepte. Brot. Oh. Silberbahn ist auch nicht verkehrt. Der Körper ist verdorrt. Ja, ach so, ja, das war die Mittagserscheinung. Ja, komm, sei nicht so dumm, Gera. Du musst das nicht immer mal wieder angucken. Hast du doch dieser schon. Gerhard. Oh, hier gibt es einiges. Ja. Was ist denn das eigentlich für ein Wasser? Herzogenwasser, ja. Ich glaube, das ist Schnaps. Ach so. Oh, ist ja gar nicht so richtig gut. Ne? Ich meine, man kann ihn benutzen für Tränke und so, aber nicht um sich zu heilen. Also höchstens, wenn man es in so einen Trank einbaut. Aber ist wichtig für viele Tränke. Hä? Tja, muss ja einen Weg finden. Wie komme ich denn da jetzt hin? Vielleicht kannst du drüber wegklettern. Bist du. Wie komme ich denn da jetzt hin? Na, Gerald. Ich dachte, du bist ein ganz toller Hexer. Tja, kommt immer drauf an, wer ihn führt. Kann der nicht alleine? Nein, dachte, so weit ist der er noch nicht. Schon groß. Tja. So, jetzt sehe ich aber nichts mehr hier. Jetzt komme ich nie wieder raus hier. Da kommst du hier wieder raus. Ha, geschafft. Da ein bisschen arbeiten musst du schon, um die Sachen zu kriegen. Ich kann gut reden, so, ich weiß. Ich fürchte, wir sind drumherum. Das war, glaube ich, das erste Haus, das ich mir angeguckt habe. Wir können ja mal reingucken, wenn es leer ist. Ja. Oh. Haben sie eigentlich ganz hübsch gehabt dort. Aber sind jetzt alle weg. Tja. Keiner da. Warten wir mal bis mittags, ja? Ich meine, das war ein temerischer Herr oder wie immer dieser Landesherr, dieser Tipp. Da sind die Nilfgaarder ja fast, also jedenfalls nicht schlimmer als der. Oder? Nö. Mal, was sie da so hatten, was für wahrscheinlich ein sind die noch Mist, besser. Der sie da regiert hat oder sie da ausgenommen hat. Weißt was, wir gehen uns mal das Haus da hinten angucken. Komm mal. Du kannst natürlich auch meditieren bis mittags. Ja, ich kann die Zeit aber besser nutzen. Um hier ein bisschen zu gucken, ja, finde ich auch. So. Da ist ein Haus. Verlassen? Tja, oder vielleicht vorübergehend verlassen. Tja. Manche Leute arbeiten auch, müssen sie ihr Haus verlassen. Oder? Oh, das sieht irgendwie. Kannst du ihn gar verlassen, ne? Oh. Ja, das sieht ziemlich. Das sieht halt ziemlich verlassen aus. Beziehungsweise könnte natürlich auch der Eigentümer sein, der da hängt. Durchaus. Trockenfisch. Ja, Futter ist immer gut.
glaube, nach dieser Mittagserscheinung könnte es sein, dass wir Futter gut gebrauchen können. Nach oder während? Naja, könnte schon sein, während. Gut, das haben wir. Hm. Guck mal, sieht hier, sah hier mal so friedlich aus. Jetzt sieht es wieder friedlich aus. Vorübergehend war es sehr unfriedlich. Aha. Oh. Was haben wir denn da? Guck mal. Da hat jemand seinen Schatz wahrscheinlich eine versteckt. Eine Truhe im Wasser. Kavalleriehosen, Kavaliershosen habe ich gelesen. Ja, habe ich auch gelesen, aber ich habe mir gedacht, das kann irgendwie nicht stimmen. Aber irgendwie schien mir das merkwürdig, Kavalierhosen. So. Inzwischen ist es 10, gucken wir mal auf die Karte. So, die anderen sind hier weiter weg. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Und? Und meditieren dann ein bisschen. Okay. So, nicht unbedingt gleich ganz ran. Erstmal speichern. Und dann meditieren bis mittags, hä? Jo. Dann müsste eigentlich eine Mittagserscheinung erscheinen. Müsste eigentlich. Aber am Brunnen wäre die wahrscheinlich, oder? Ja, die soll sich ja hier am Brunnen rumtreiben. Mhm. Da. Das ist hier. Das ist sie. Eine Mittagserscheinung. Was hat sie hier zu suchen? Tja. Was hat sie denn hier zu suchen? Gute Frage. Aber dass sie nämlich das Erscheinung ist, hast du dir ja schon gedacht. Das sollte ich mir mal aus Erden. Greift sie dich an? Einfangen. Seltsam. Sie greift nicht an. Eben. Und warum greifst du nicht an? Sag mal. Erzähl mal. Hallo. War zu dicht dran. Sie ist geflohen. Sie ist auch. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Hm. Dies ist ein Eintrag über Mittagserscheinung im Bestiarium, steht hier. Ja, dann werden wir das mal tun, ne? Hm? Mhm. Gehört wohl zu den Geistern. Mhm. Ja, sah so durchgeistigt aus. Teufel beim Brunnen steht ja extra hier noch. Da unten drin. Ah, ja. Also Mondstaubbombe haben wir natürlich nicht, Geisteröl haben wir auch nichts und Erden ist das Zeichen. Das, ja, das habe ich ja benutzt. Mhm. Oh. Ja, toll. Krieg, der Greif, Mittagserscheinung. An Plagen haben sie keinen Mangel, ja? Ja, und was sagt uns aus? Nicht besonders viel, außer wie wir sie bekämpfen sollen. Ja. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ja, und weiter, denk weiter. Denk, denk. Ja. Wo könnte das sein? Ah. Am Boden? Wir müssen noch mal die Häuser durchsuchen. Meinst du? Ja, hier sind Zugkreise. Ach so, ja,
Stimmt, ich sehe es ja. Muss ich mal nach oben gucken, alles klar. Hier stehe ich, sehe ich nichts. Da ist das nächste Haus zum Durchsuchen. Hier nicht. Gehen wir mal rein. Ja, aber das Buch haben wir ja schon gelesen. Meinst du, das ist das Buch? Aber hier, guck mal, hier sind Zeichen. Aber hier ist was zum Untersuchen. Ich kann es aber nicht untersuchen. Warum nicht? Das alte Witcher-Problem. Passiert das manchmal, ja? Dass du einen richtigen Winkel haben musst, oder wie? Ja. Mann, das ist echt bescheuert oft. Ich kann da nichts untersuchen. Ist da nicht immer so ein Dings hier auch, so ein komisches Zeichen? Ja, da kommt immer nach. Ja. Oder wenn man mit der Maus spielt. Da hinten war auch noch was. Aber da hinten ist noch was. Ja. Ein Mann mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Folge den Schleifspuren mit Hilfe deiner Hexersinne. Das sind die Schleifspuren. Ja. Blutflecken, kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Aha. Das gehört dazu. Wir haben erstmal nur das hier gesehen, oder das andere nämlich nicht, weil es nicht die Reihenfolge ist. Blutige Handabdrücke, kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Aha. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Das ist bestimmt die Frau, die das Tagebuch geschrieben hat, oder? Anzunehmen, ja. Ja, das kennen wir ja schon. Der Besuch dieses netten Landlords war ja dann wahrscheinlich doch nicht so ein ganz friedlicher. Ah, wohl nicht, hä? Na, würde ich mal einfach glauben. Oder kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, hier ist auch wieder sowas rot. Da ist ja ein Seil. Habe ich hier noch gar nicht gesehen. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche. Hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Ja, das kann man nur hoffen. Also ein Hexer mit gebrochenen Beinen ist bestimmt nicht so richtig. Das war ja, dann kann er ja Berufsunfähigkeitsrente beantragen. Ne? Kann man hier noch was untersuchen? Oder kommt jetzt breites das Gleiche? Becken, schmaler Kiefer, eine Frau, rund 30. Ja, schon gut. Die Überreste mit. Ja. Hat sie das Armband von ihrem Mann? Genau, das war der letzte Satz. Ich muss da runterspringen. Ja, jetzt musst du runterspringen. Ja. Jetzt okay, aber. Gespeichert habe ich. Ups. Guck mal, das Wasser. Aha.
sein, dass sie vielleicht tauchen müssen. Tja. Scheint etwas größer. Ja. Gucken wir mal, was ist noch da hin? Das sieht aus wie Pilze. Na? Sammeln wir eben Pilze, ja, wenn wir schon mal hier Fall. Sind. Aber bestimmt brauchen. Na? Kommst du da hoch? Nicht hoch? Nee. Geht wahrscheinlich für mich nicht. Oder? Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie wieder raus. Hier kommt man hoch. Das ist vermutlich die Stelle, wo wir vorher nicht hochgekommen sind. Geht's hier noch irgendwo hin? Nicht wirklich, ja? Ja. Tja, wir wollen ja eigentlich diesen Arm finden. Ja. Da, was ist da? Guck. Ah, das ist es wohl, oder? Da. Ja. Ja. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg nach draußen finden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden. Irgendwo müsste es hier auch wieder rausgehen. Achso, das ist jetzt wieder die Stelle, wo er nicht rausgehen. Halt. Ja. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Dazu müssen wir erst mal rauskommen, hä? Glaube ich auch. Also ich meine, das ist auch meine Meinung. Wir stellen irgendwas raus und verbrennen können, wenn wir hier nicht raus. Oh. Mal wieder im Wasser. Ja, da kommst du unten rum. Dachte ich mir. Kann man da raustauchen? Ja. Schon raus, oder? Ja. Ja, wo bist du jetzt aber? Ich muss aber noch weiter, wie es aussieht. Hey, Gerald! Im Wasser ist er äußerst schwer zu lenken. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich im Wasser bin, dass ich auch nicht so leicht zu lenken bin. Dabei geht es um mich selbst. Da geht's lang. Ja, guck mal, sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieht aus wie Tageslicht. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Ja. Sehr schön. Hey, ist das nicht die Hütte, bei der wir vorher schon waren? Du meinst da, wo der hing? Da in dem Haus drin? Ja. Da, wo der ich muss da. Mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Weißt du eigentlich, wie du so ein Geisteröl herstellen musst? Ich fürchte, ich habe kein Rezept. Ja, das ist genau die Hütte mit dem Typen da. Tja, aber bevor du nicht jetzt... Ja, dann gucken wir doch mal. Alchemie. Wie heißt das denn überhaupt?
Geisteröl. Ja, Geisteröl heißt es. Nee. Öle. Ah, hier. Geisteröl. Geisteröl. Was brauchst du denn dafür Zutaten? Wir haben doch Bärenfett gefunden, oder? Nee. Ach so. Arenaria brauchen wir. Ach so. Ist alles? Ja. Ja, Bärenfett haben wir. Ja. Und 4 Arenaria brauchen wir. Können wir das nicht bei der Frau, bei der Kräuterfrau kaufen? Können wir ja gleich kaufen? Mal hier gucken. Ja, gut. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal zum nächsten Wegweiser. Moment, auf die Karte gucken. Ja, hier ist ein Wegweiser. Mhm. Aber wir können die beiden Fragezeichen schon mal machen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt eigentlich fertig. Ja, genau. Wir machen die 3 Fragezeichen. Und gehen dann zur Kräuterfrau. Dann gehen wir erstmal zum Schmied. Aha. Und verkaufen. Okay. Wir brauchen doch garantiert Geld dafür. Meinst du, die gibt es uns nicht so? Gemein. Ah, ich fürchte, die will auch gut, die was leben haben davon, für ist schon ihre klar. Kräuter. Na gut, okay, dann gehen wir dahin und so weiter und so fort. Und dann gehen wir zur Kräuterfrau. Ja. Und gucken, ob wir uns da auch Schwalbe machen können. Die können wir bestimmt auch gut sowieso gebrauchen, wenn wir gegen die kämpfen sollen. Alles klar. Na gut. So jeder fängt mal das klein an. So machen wir es dann. Gut, bis zum nächsten Mal, okay? Bis dann. Tschüss. Ciao.